Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion 4 gegen 4. Die letzten Runden waren ja ganz gut. Ich denke mal, ich werde einfach mal Fiesta bauen. So ein bisschen verkacken hat noch nie geschadet. Ach du Scheiße. Die Ratten. Die kackigen Ratten. Fürst des Todes. Du bist mein. Das weg. Du weg, dafür den. Schweine könnte ich behalten. Ja, also Tanky ist halt nicht wirklich viel dabei. Aber jetzt haben wir die Ratten. Oh, ich mag die Ratten nicht. Aber so ist es halt. Man nimmt, was man kriegen kann, nicht wahr? Werde ihn mal da drüben hinstellen. So, wir haben hier. Da steht schon eine Rächerin. Dann hat er Auszahlung genommen oder so, ne? Damit er die Knete dafür hat, sofort eine dicke Einheit zu stellen. So ein Ding ist das. Holy shit. Ich hasse die Dinger. Aber sie haben schon gut Schaden, wenn sie aufgewertet sind. Okay, er hat einen Crawl und einen Mana Ross, ja. Ich habe das jetzt in der ganzen. Die sind so ineinander fusioniert, die kann man so schlecht erkennen. Drüben sind Angler am Start. Ach du Scheiße, ich merke schon. Diesmal werde ich 100 Ratten haben. Im Vergleich zu dem einen Video, wo der andere 100 Ratten hat, werde ich jetzt die 100 kriegen. Das spüre ich doch schon. Stich habe ich noch gar nicht. Wird auch nicht reichen. Ja doch, ich kriege ja Bonusgeld. Ich kriege ja Bonusgeld durch dieses Chill-Teil. Dann kann ich vielleicht so einen Piratensack hinstellen. Ha, haben alles überlebt. Auch viele Atome hingestellt. Ja. Genauso habe ich mir das gedacht. Ja, dann wären es wohl 100 Ratten. Also die Ratten haben den Vorteil, wer die nicht kennt, sind mega billig, die kosten 10 Piepen. 10 Piepen. Ja. 80 Leben, 6 Schaden, also mega lapsch. Wenn du viele davon hast, machen die natürlich ordentlich Damage, weil vorne die Tanks stehen und die kloppen dann die ganze Zeit drauf. Und die verbesserten Ratten können auf Schatzsuche gehen, da sind die weg für die Wave, also verteidigen die in dem Moment nicht. Aber die bringen dir nächste Runde dann 10 Mythium mit oder so. Ich glaube, es sind 10. Und das pro Ratte und pro Welle.
Das heißt, du könntest jetzt 100 Ratten bauen, die alle wegschicken und dann hättest du einfach nächste Runde 100 mehr. So ein Ding ist das nämlich. Elfenmedium bringen die mit, okay. Ja. Dann werden wir uns hier ein paar Rattenarmeen zusammenbauen. Die werden ein bisschen kloppen. Werden wir ein paar Piepen einbringen. Ja. So wird's sein. Ich weiß gar nicht, warum die eine Ratte nach links gegangen ist. Okay, der war aber schon runter auf seine Atome nur. Die Frontline war schon weg. Den Turtle geschickt, okay. Ich weiß, ich würde hier mit einem Vogel gehen. Macht irgendwie am meisten Sinn. Weiß nicht, warum mir hier eher vorgeschlagen wird. Kostet denn eine Rattenaufwertung 85 oder so? Bin ich jetzt nicht im Bilde. Aber dadurch, dass die billig sind, kann man natürlich den Wert auch gut hochhalten. Wenn man vorne einen dicken Tank hinstellt, dann wären die übelst viel ab. Er hat ja alles durchgelassen. Ganz vergessen, dass ich Fiesta gewählt habe. Eigentlich will ich verkacken. Eigentlich will ich doch gar nicht viel gewinnen. Ja, okay, ich lass mal einen draußen. Wollt's mal nicht übertreiben. Aber das ist ganz gut, dass ich die Ratten genommen habe, weil dann kann ich viele von den Ratten wegschicken. Verkacken ein bisschen. Und löse Fiesta aus. Hier verkacke ich viel. Das ist immer sehr schwer abzuschätzen. Das ist immer sehr schwer abzuschätzen. Wie sieht es hier aus? So ist das also. Schickt man am besten mal ein bisschen Stich mit rein, damit er auch nicht zu kämpfen hat. Gibt es denn die ganze Zeit zu pingen? So spannend ist es jetzt auch nicht unbedingt. So. Fürst des Todes könnte ich zwei jetzt holen, aber ich werte mal den auf. Noch eine Ratte. Eine Ratte wegschick, zwei Ratten hinbaue. Noch eine Ratte wegschick. Da bin ich ein bisschen zu viel unten. Nee. Ich weiß nicht, was du die ganze Zeit zu ping hast. So. Weiß ich nicht. Okay, die Schnecke kommt schon für nächste Runde rein. Aber so kann man sich natürlich gut nach oben arbeiten, indem man einfach
viel sammelt mit den Ratten. Da kann man schon gut Knete kriegen dann durch das Einkommen. Mini-Rattenklopp. Nö, die schaffen es nicht. Sind slapsch. Moment, das ist gut für mich. Vergesse ich immer, dass ich Fiesta gewählt habe. So. Gucken wir mal. Ich glaube, ich werde so einen Vogel auf. Und hol noch mehr Ratten. Jetzt schicke ich schon mal zwei weg. Das heißt, ich kriege 22 Mythium. Alles mehr Einkommen. Da kann ich sogar mich ganz nach oben arbeiten hier. Ist verrückt, ne? 140. Ja, meine kackigen Ratten können nicht viel. Aber es sind halt viele. Und wenn sie nur auf der einen Seite rumnerven und dafür sorgen, dass die länger brauchen, um rüberzukommen. Ah, ich glaube, das halte ich. Aber gerade so. Ich kann ruhig noch einen Worker holen. So, dann kriege ich auf jeden Fall einen Drachen zusammen. Drachen, 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 Drachen. Ja, sehr gut. So, wir haben ihn. Das heißt, im besten Fall. Warum wirst du mir vorgeschlagen? So Vögelchen holen, na? Macht ja am meisten Sinn. Ich werde noch eine Ratte verbessern und eine werde ich sogar wegschicken. Eine werde ich sogar wegschicken. Ist immer schwer abzuschätzen, gerade bei ihm, wie viel kann man verkacken und wie viel nicht. Aber hier hätte ich auch noch eine Ratte mehr wegschicken können. Ich schiebe mal ein bisschen was auf, damit ich den Fürst des Todes bauen kann. Nächste Runde. Geht weiter mit den Atomen, na? Hm. So. Es geht weiter. Das heißt, noch mehr Ratten holen. Das ist wichtig. Kriege ich sogar noch einen zusammen. Holy shit. Also. Hat das so viele Worker? Hm. Okay, da hätte ich auf jeden Fall ein paar Ratten wegschicken können.
Jetzt sind meine Worker langsamer. Aber schon einfach mal ein paar neue. Von meiner ganzen Knete. Schick zwei Ratten weg. Ja, können wir machen. 200 Drache, König auf Wertung. Hm. Alles ist ein Schwein da hinten, na? Das hält zu gut aus. Oh, das sieht sehr gut aus. Nach einem kleinen Verkack. Geld für meine Kollegen. Und für mich, logischerweise. Ich bleibe erstmal nur bei 2, weil 200 weniger ist schon was. Aber ich kriege ja immer mehr dazu. So, das heißt, es wird immer krasser. Ganze Ratten werden hier alle verkloppen hier alle. Wenn ich ein bisschen verkacke, ist das optimal, aber ich glaube, ich halte das ganz gut. Ich muss einfach ganz viele Ratten wegschicken. Die Ratten sind einfach zu fett dann mittlerweile, wenn ich fette Tanks vorne habe irgendwie. Da können die mega stark... Ach du Scheiße. 7000 Leben. Wir sollten auf jeden Fall mal ein bisschen die Frontline hier aufbauen. So geht weiter. So, schick mal 6 Ratten weg. Die Verbesserten, die sind schon ganz schön stark, wenn die Frontline stimmt. Dann kann ich mir noch mehr holen. Die Ratten hauen wirklich ordentlich rein. Die blocken wirklich sehr viel ab. Ich werde mal rerollen. Ich guck mal nach einem. Ja, ich wollte eigentlich nach einem Tank gucken. Das Schwein kriegt mir nicht so viel. Muss ich ihn mitnehmen? Ja, habe ich ja nicht so viel Auswahl. Yes, my lord. Wie hat er denn 71 zusammengekriegt auf einmal? Der hat doch gerade noch nicht so viel. Wie hat er das denn hingekriegt? Erzähl mir das mal einer.
So, schicken wir wieder 3 weg. Habe ich schon 100? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 25. Mega viele von den Atomen. Ja, die Ratten machen wirklich gute Arbeit. Mehr Rocker holen. Hat jetzt schon 85. Holy shit, was baut der denn? Ist der rechts neben mir? Zu wenig, wie es aussieht. Ich hab verteidigt. Ich will nicht mal verteidigen. Nicht mal mein Ziel zu verteidigen. Hm. Ja, bringt mir das gute Zeug. So, mehr Stich, ein bisschen nach. So, kann ich schon mal 5 wegschicken? Es wird immer besser, ne? Es wird immer besser. Okay, er holt auch einfach nur noch Rocker irgendwie. Er hat schon 100. Das ist schon krass, ne? Ich liege auch schon wieder so weit zurück. Verstehe ich gar nicht. Den hole ich halt jetzt nur noch Worker. Ihr habt es ja so gewollt. Nicht durchgekommen. Das wird auch nichts. So, jetzt werde ich hier den verbessern. Und dann kann ich hier den Wanderer hinstellen und verbessern. Und dann hole ich nur noch Worker. Und Ratten. So, jetzt habe ich schon mal 88. Und er hat mir 880 geschickt. Mehr Worker holen. Ich habe ganz schön viele Hexen gekriegt, ne? Ja, wird alles abgewehrt. So, Fürst des Todes. Noch mehr Ratten. Noch mehr Ratten. Noch mehr Ratten, immer noch mehr Ratten. Ganz viele Ratten.
wieder ganz viele Drachen geholt. Aber die werden ganz gut abgewehrt. Ja, das sollte ich halten. Ja, gut, Drachen beschworen. Hat irgendwer verkackt? Shutter und Geld. Der rote. Schick auf lila. Der ist ganz unten. Oh, die ganzen Piepen raus. Ich mache so ein bisschen die Frontline verschärfen. Ist mir egal, hier gibt es einfach ganz viele Ratten weg. Ja, machen wir 10. Wird gesammelt, 1540 geschickt. Ist aber auch schon ganz schön saftig, ne? Was der so zusammenkriegt. So, gibt keine Worker mehr. Gibt jetzt nur noch Ratten. Nur noch Ratten gibt's. So, noch mehr Ratten, noch mehr Ratten. Also muss ich in die zweite Reihe, also hinter schon setzen. Immer noch mehr Ratten. Holy shit. 2, 4, 6, 9, 8, 2, 4, 6, 8, 9, 2, 3, 4, 5. Sind schon fast 100, ne? Krasser Shit. Ja, es wird easy geblockt von den ganzen Ratten, ey. Das ist schon abartig. Fertig. Holy shit. Also 45, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 55. 56. Ach du Kacke. Mega Rattenangriff! Ah, die haben auch ganz schön die PS, ne? Die knüppeln die einfach nieder, wenn vorne ein Tank steht.
Der werden die niedergemacht. Okay, er hat Atome. Das heißt, ich schicke das mit, das mit, das mit. Wahrscheinlich davon eins. Und Hexomatik. Reicht nicht. Ja, dann halt noch ein bisschen Frontline, ne? So, alles rausgeknallt. Oh, Junge. Das ist nicht gut. Die Stichler, die machen meine ganzen Ratten weg. Und der greift schon meine Fürsten an. Okay, Stichler-Countern, also die Ratten. Gut zu wissen. Ja, okay, das war's. Haben alle verkackt und drüben haben die relativ lange gehalten. Und einer hat sogar alles geblockt. Ja, so sieht ein Game aus, nur mit Ratten. Wenn ich das mache. Lasst gerne ein Like da. Schaut euch gerne auch die anderen Legion-Videos an. Ich habe eine Menge davon. Kommt auch noch einiges dazu. Das war das mal für heute. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.